Hallo, ich bin hier, willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteil. Und heute spielen wir Missing Children oder ein weiteres Spiel von Chiller's Art. Kennt ihr wahrscheinlich von Convenience Store, von Inonaki Tunnel und Stigmatized Property. Das sind nämlich drei Spiele, die von den beiden gespielt haben. Das ist das neue Spiel, das ist vor circa einer Woche rausgekommen. Geht circa eine Stunde und ich bin wieder sehr gespannt, ob es mal wieder so ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk wird, wie die anderen Spiele, die er gemacht hat. Ich meine, es sind ja zwei Brüder, die Spiele machen. Soweit ich weiß, scheint es so zu sein, dass der eine ein bisschen talentierter ist als der andere. Also manche Spiele sind deswegen jetzt nicht ganz so gut angekommen. Ich meine, das Spiel, was vor dem hier released wurde, hatte eine Bewertung von 50% oder sowas auf Steam. Es scheint eher, nicht ganz so gut gewesen zu sein. Aber das hier ist wieder anscheinend richtig gut. Es hat, glaube ich, gerade 88% auf Steam. Wir springen rein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wahrscheinlich um Missing Children, wenn ich raten müsste. Okay. Hallo. Sato ist schon eine Weile her gewesen. Oh hey, ja. Ist echt lange her gewesen. Yamada, oder? Ja, das ist mein Name. Was ist denn Bully Detective? Fuck. Okay, ich habe gehört, du bist ein Bully-Detektiv geworden. Vielleicht jemand, der Bullies sucht, also Leute, die andere Leute mobben? I don't know. Ah, okay. Ich kann deine Entscheidung verstehen, besonders nach dem einen Vorfall, der gewesen ist. Ich verstehe dich. Aber genau deswegen wollte ich mit dir reden. Okay. Ich gehe davon aus, du kannst uns dieses Mal wirklich helfen, wegen den Sachen, die du durchgemacht hast. Ich werde dir Details später erzählen. Ich warte mit Nekronome. Wir treffen uns da. Okay. Was zum Fick ist ein Bully Detective? Ich google jetzt Bully Detective. Gibt's das wirklich? The fuck is this? Bully Detective. Moment. Nö. Vielleicht ist das irgendwas Japanisches, was es da gibt oder so, ich weiß nicht. Hab ich keinen Taschenlampe? Fuck. Ah doch, ich habe eine Taschenlampe. Die ist sehr hell. Nee, ich habe keine Taschenlampe. Das Licht verändert sich einfach nur, je nachdem, wo ich hingucke. Okay. Wie ihr möglicherweise schon wisst, ich bin sehr, 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 sehr großer Fan vom Grafikstyle, den die drauf haben. Das ist so eine Mischung aus realistisch und so einem ganz leichten VS-Filter. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Aber ich glaube, die lassen die einfach auf Distanzen die Farben ein bisschen verschwimmen, oder? Dadurch wirkt alles so ein bisschen unscharf auf Distanz. Das sieht großartig aus. Sieht alles so gut aus. Ich lieb's. Okay. Police. Kann ich hier was machen? Nope. Kann ich hier... Ah. Hi. Ach, das ist der Typ. Okay, danke, dass du gekommen bist, Sato. Also, um es leicht zu erklären. Drei Junior High School Studenten, Schüler aus der Junior High School sind verschwunden, aber wir gehen davon aus, dass es kein Kidnapping war. Okay. Ein Elternteil von einem der Kinder hat mitbekommen, dass die Kinder davon geredet haben, dass sie sich an dem Tag treffen wollen, an dem sie verschwunden sind. Funahashi sollte dir helfen können. Aber er kann sehr anstrengend sein. Also, nimm mich nicht zu ernst. Okay, er sollte da hinten gerade seine Pause machen. Und noch eine Sache. Wenn du speichern willst, komm zu mir. Ich will speichern. Okay, also das ist quasi mein Hub und ich komme immer wieder hier hin. Aber interessantes Konzept. Ich muss dann schon einfach drei Kinder finden. Komme immer wieder zurück zur Polizeistation, um vielleicht hier die News abzugeben. Was zum... Seht ihr das? Ist das deine Reflexion? Wessen Hand ist das bitte? Wait, what? Das kann nicht seine Hand sein, oder? What the fuck? Ist das ein Grafikfehler? Ich verstehe das nicht. Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Okay. Vielen Dank. Wir treffen uns hinten mit deinem Kollegen. Der wird uns bestimmt helfen können. Hi. Wow, okay. Ah, habe ich ihn gesehen? Vielleicht habe ich ihn durch irgendeinen scheiß Bug durchs Fenster sehen können. Okay, ah. Er schreckt mich nicht so. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Also du bist der Detektiv Yamada-san, von dem Yamada-san geredet hat. Nicht wirklich ein Detektiv. Ah. Ich helfe nur den Kindern, die Probleme haben in der Schule. Okay, Bully-Detective, was auch immer das ist.
Ah, okay. Dann haben Leute angefangen, mich Bully Detective zu nennen. Naja, was auch immer es ist. Okay, ich finde es sehr anstrengend. Ich finde es sehr schwer, einer Frau zu vertrauen, die so schwächlich aussieht und auf eine Mission dieser Art mitzunehmen. Aber trotzdem. Okay. Yamada-san hat mir erzählt, dass du wesentlich mehr über diese Dinge weißt als wir Officer. Hast du vielleicht irgendeine Idee? Mal sehen. Also, ein Freund von einem der Kinder meinte. Okay, dass er eins der Mädchen gesehen hat, wie sie online in einem privaten Chat mit irgendwem kommuniziert hat. Und dieses Mädchen ist Mizuki. Also lass uns zu ihrem Haus gehen. Wenn du uns wirklich helfen willst. Okay. Ich dachte, der Typ wäre irgendwie unfreundlich oder so, der ist voll in Ordnung. Was machst du hier den ganzen Abend? Stehst du einfach hier rum? Ich möchte nochmal speichern. Und aufs Klo. Aufs Klo kann ich nicht. Okay. Interessant. Kann ich mit dem Auto fahren? Das ist nice. Komm, steig mal ein. Okay. Wait, what? Soll ich mit dir reden? Ah, okay. Mizukis Haus. Kommst du mit rein, oder? Oh ne, okay, die blöde. Okay. Der ist jetzt. Aha. Der what? Oh, ist das hell. Kann ich mit ihm reden? What the? Achso, ich dachte schon, what the fuck ist das für ein Gesicht? Okay, das Spielzeug ist sehr seltsam. Egal wie ich es bewege, es dreht sich niemals. Es macht keinen Spaß. Okay. Die Information habe ich mitgenommen. Ist das genau der gleiche Weg, wo wir schon mal waren in Stigmatized Property? Oder sehen einfach extrem viele Umgebungen so aus in Japan? Kann sein, dass es einfach ein normaler Weg ist. Okay, klingeln wir mal. Oh, okay. What the fuck? Wer bist du? Was möchtest du von mir? Wenn du hier wegen Mizuki bist, sie ist nicht hier. Du musst also nicht mal reinkommen. Okay, Mizuki ist weg und ich will gerade echt nicht gestört werden. Kannst du bitte gehen? Du bist nicht mal die Polizei. Was glaubst du, wer du bist? Okay, ganz ruhig. Ich habe nicht mal was gesagt dazwischen. Vielleicht sollte er mitkommen. Gott, die kam ruhig für mich. Naja, ich bin nicht gut in solchen Dingen. Bitte. Sie wird nicht reden, außer es ist die Polizei. Na gut, ich verstehe. Aber sag nicht, dass ich schuld bin, wenn irgendwas schief geht. Alter, wie unfähig seid ihr alle? Aber okay. Dann nochmal. Hallo. Du schon wieder. Oh. Sieht aus, als ob du wirklich diesmal einen Polizist mitgebracht hättest. Ich meine, wenn du davon ausgehst, dass irgendwas Wichtiges ist, dann lass uns doch erstmal irgendwie ein Wort sagen, bevor du die Tür wieder zumachst. Aber gut, trotzdem. Auf keinen Fall lasse ich euch rein. What? Shut the fuck up, ich komme raus. Wenn ich nur irgendwas hätte, was sie überzeugen könnte. What? Schade. Wir können nichts machen. Lass uns erst vielleicht erstmal zu Akikos gehen. Okay. Also willst du gehen? Akikos Haus. Wer ist Akiko? Einer der anderen Kids? Vielleicht der Junge, der das Chat-Ding gesehen hat? Wow, okay. Okay. Oh, Alter, okay. Ist das der Mond? What the fuck ist das für ein Mond? Das ist ein fucking UFO. Okay, was haben wir hier? Newspaper Artikel 1. Okay. Könnte es häusliche Gewalt sein? Ein Tod eines Middleschoolers im Dorf. Am 14. September wurde Takumi Sato, 12 Jahre alt, tot in der Nagoya stattgefunden. Mehrere Wunden auf seinem Körper. Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise die Single-Mutter der Täter gewesen sein könnte. Okay, willst du nicht mitkommen? Das ist der fucking sinnloseste Polizist aller Zeiten. Okay, wer wohnt hier? Okay, gehen wir da lang. Ich merke aber gerade, es sind ziemlich viele Assets neu benutzt, die schon aus älteren Spielen von den beiden sind. Ich meine, ja, klar, kann man machen. Aber es fällt schon auf, wenn man ein paar Spiele davor gespielt hat. Ich soll irgendwas opfern hier, okay? Ich hab nix. Wahrscheinlich irgendwann später nochmal wieder. Na gut.
Ich meine, ist jetzt nicht super negativ, weil klar, wenn die machen ja nicht nur für ein Spiel ihre Assets wahrscheinlich, vor allem wenn es halt so 40-Minuten-Games sind. Aber es fällt schon auf, wenn dann viele Gegenstände und so und Häuser neu benutzt werden. Also nochmal benutzt werden. Okay. Kann ich mit dir reden oder bist du auch niemand antwortet? Vielleicht sehe jemand in der Nähe. Bestimmt. Definitiv. Okay. Erschreck mich nicht so. Ich dachte schon, ich zerre mir meinen Rücken. Wonach suchst du? Es tut mir leid, dass ich störe. Mein Name ist Sato. Ich habe mitbekommen, dass Akiko schon lange verschwunden ist und ich versuche Beweise zu finden. Kann ich vielleicht mich drinnen ein bisschen umsehen? Oh, geht's Akiko gut? ihr ging's in letzter Zeit sehr seltsam. Oh, jetzt habe ich Angst. Bitte finde Akiko. Ich glaube an dich. Und natürlich. Achso. Schau dich im Haus um, so viel du willst. Okay, soll die dement sein oder ist einfach das Spiel teilweise ein bisschen strange übersetzen, deswegen wirken die Dialoge einfach komisch? Es kann auch einfach gut sein, dass vielleicht die Translation nicht so stark ist, weil es sind ja beides Japaner. Vielleicht ist deren Englisch einfach nicht so on point, dass es alles ein bisschen seltsam rüberkommt, wie die Leute reden. Okay. Ja. Geh ich mal rein. Wenn das das Haus ist... Ne, ich würde gerade sagen, wenn das einfach jetzt 1:1 das Haus aus Stigmatized Property war, dann wäre das ein bisschen sehr lame. Okay, die Tür ist zu. Da geht's raus. Da geht nix. Okay. Ist also irgendwas hier? Goddammit, Mann. Okay, anscheinend nix hier. Ja, aber dann ist doch der einzige... Muss wieder raus. Muss ich fragen, was mit der Tür da ist. Weil das ist wirklich die einzige Tür, die nicht geht. Und wo irgendwas drin sein könnte. Okay, hallo. Wo ist die Oma? Da hinten? Hallo. Warum sehen die Dinger aus wie Gräber? Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay. Ja. Oh, haben wir ihn schon mal getroffen? Okay. Ich glaube, das liegt daran, dass du ein Gesicht hast, was man sich nur schwer merken kann. Okay, die soll wirklich dement sein. Naja, Akikos Raum war verschlossen. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Woher soll ich das wissen? Hm, ich überlege mal. Ich glaube, ich habe hier irgendwas gesehen, was nach einem Schlüssel aussah. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern, wo das war. Oh, fuck you. Okay. Wir suchen Schlüssel. Kann ich nicht deswegen fragen? Ich meine, das ist doch... Vielleicht will ich da rein. Aha. Hallo. Vielleicht ist der hierfür. Okay, warum auch immer der Zimmerschlüssel draußen wäre. Vielleicht hat sie den weggeworfen und es dann vergessen. Weil sie halt nicht mehr daran erinnert werden wollte. Dass sie nicht da ist? Das wäre sad. Ach du Scheiße. Weißt du, man in der Zeit, wo man Alzheimer oder Demenzia oder sowas hat, in dem Moment irgendwie ein Familienmitglied stirbt oder sowas, dann kann sich ja nicht mehr daran erinnern, dass die Person gestorben ist. Dann musst du so alle 2-3 Tage einfach wieder neu lernen. Das muss schrecklich sein. Ich hab doch den Schlüssel. Was? Ja. Okay. Schreckliches Graffiti da drauf. Wie könnten sie nur... Was? Was für ein Graffiti denn? Ich weiß ja nicht, was das heißt. Deswegen keine Ahnung, ob das schlimm ist. Na gut. Warum zum Fick ist der Schlüssel für... Warum kann ich nicht raus? Hello? Hallo? Kann ich fragen, wer anruft? Ich kann irgendjemanden singen hören im Hintergrund. Oh. Hallo. Oh. Hab dich nicht gesehen. Das stimmt nicht. Weißt du, wo deine Mutter und dein Vater sind? Sie... Hm? Sie sind nicht... Wann kommen sie zurück? Was ist das in deiner Hand? Hund.
Was? Hunde essen? Warum hast du das? Hey, warum kommst du nicht runter? Okay, vielleicht will sie nicht mehr mit mir reden. Aber sie scheint, nicht, scheint keine Angst zu haben. Nur irgendwie fertig und müde. Na gut, dann gehen wir mal raus. Nachdem wir den offensichtlichen Geist hier gesehen haben. Ich finde super, dass wir einfach einen Schlüssel bekommen. Jetzt nicht mal die Oma fragen, ob wir damit hier rein dürfen. Weil vielleicht gibt es ja einen Dialog dafür. Wollen wir mal nicht so unfreundlich sein. Hey. Ja, ich weiß, was mit Schlüssel. Okay, whatever. Mach du dein Ding, lauf du im Kreis. Wir gehen hier rein und stöbern in deinen Räumen rum, wo wir eigentlich nicht drin sein sollten. Was ist das hier? Was? Mizukis Omamori, was auch immer das ist. Aber ich schätze mal, das sollte ich zurücknehmen. Zum Haus. Vielleicht ist das ja ein Gegenstand, der überzeugend genug ist. Hey, ich habe das hier. Ich möchte rein. Wahrscheinlich ist es wirklich so, ne? Okay. Okay, ich muss aber bis jetzt sagen, ich finde die Brotkrumen, denen man folgt, wirken ein bisschen sehr erzwungen. Aber mal gucken. Ich hab doch was. Oho, hallo. Wo hast du das gefunden? Das ist Mizukis Glücksbringer. Ich verstehe. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Wenn es um Mizuki geht. What? Okay. Aber ich meine, es ging doch vorher auch um sie. Es war vorher genauso wichtig. Sollen wir nur das Leben deiner Tochter retten, wenn wir einen scheiß Glücksbringer dabei haben, oder was? Are you high? Mizuki. Okay. Warum gucke ich mich jetzt eigentlich schon wieder in der Wohnung um, ohne dass die irgendwas gesagt hat? Ja, danke, bist du fürs Reinkommen. Ich würde gern alles sehen. Ich brauche ein Passwort hierfür, okay. Mizuki hat einen Freund. Scheint sehr glücklich gewesen zu sein. Der Name von ihrem Freund ist Seichiro. What the fuck? Okay. Warum sind überall gruselige Radios? Das gefällt mir nicht. Will ich da rein? Nein, ich muss hoch. Okay. What? What? Okay, warte, Moment. Bitte mach Schluss mit mir. So, ist das ein Brief oder ist das ein Gedicht? Was ist das genau? Soll ein Brief sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Bitte mach Schluss mit mir. Ich... What? Ich verstehe nicht, was gemeint ist. Bitte mach Schluss mit mir. Ich bereue es, dass ich Seichiro-kun date. Aber warum sollte man den Vornamen ausschreiben, wenn der Brief an die Person ist? Oder ist das gerade an eine dritte Person gerichtet? Hatte sie eine Affäre? Oder? Wahrscheinlich ist das aber nur falsch übersetzt, oder? I don't know. Okay. Es ist peinlich, es allen zu erzählen. Seichiro-kun hat nicht das Geld oder den Verstand. Du kannst auch keinen Sport, oder? Ich brauche dich nicht in meinem Leben. Meine Mom sagt, sie sollte Schluss mit dir machen? Ich sollte Schluss mit dir machen? Oh, fucking God damn it. Okay. Warum bist du in meinem Zimmer? Wann habe ich dir gesagt, dass du in mein Zimmer gehen darfst? Was auch immer. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Mizuki hat sich in letzter Zeit oft mit ihren Freunden getroffen. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie rausgegangen ist, war... mit Kaneas Haus. Okay, ich gehe auch mit Häusern raus. Warum gehst du nicht dahin? Ja, kann ich machen. Ich gucke mich aber noch ein bisschen um. Hiermit. Was ist das? Box of Masks. Ah, ich schätze, die kann ich dem Jungen da unten schenken? Für irgendwas? Okay. Ich habe die Notiz nicht ganz verstanden. Ich schätze, sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. I guess. Aber ich meine, die Grammatik und die Wörter sind manchmal sehr komisch. Oder ist es vielleicht im Japanischen schon so, dass wenn man eine Person anredet, dass man die mit dem Vornamen anredet? Also statt dir, dass man wirklich sagt, ich mach Schluss mit... Achso, ja, Moment. Hier für dich. Danke. Jetzt kann meine Familie endlich in Frieden leben. Oh ja. Ich verstehe nicht genau, was daran so toll sein soll, aber... Hier ist mein Spielzeug. Danke.
Deine Familie kann jetzt endlich in Frieden leben. Sure. Das ist eine normale Reaktion. Okay, wir gehen zu Kaneyas Haus. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass wir den Job hier bekommen haben, also dass wir hier mitmachen. Ich meine, offensichtlich sind wir doch irgendwie quasi eine Art Schultherapeutin oder sowas. Wer bist du? Hey, ja. Wie geht's dir? Ich mach nur das Unkraut weg. Dieser Ort sieht schrecklich aus. Ich stimme zu. Aber es ist nicht mal mein Ort. Dann, wer bist du? Okay, ich bin nur eine zufällige Person, die von der Person angeheuert wurde, die hier wohnt. Aber ich bekomme immer Beschwerden. Ich arbeite zu langsam, sagen sie. Warum machst du es dann einfach nicht, einfach gar nicht? Sie bezahlen mich gut. Wie viel? 100 Yen pro Stunde. Ist das viel? Ich glaube, es ist 1 Euro pro Stunde, oder? Naja, trotzdem. Ich sollte mal weiterarbeiten. Okay, ich habe etwas für dich, wenn du mir etwas bringen kannst, was mein Leben einfacher machen kann. Das meine ich, das ist ein bisschen weak geschrieben irgendwie. Hier ist das. Nee. Ich meine, warum sollte die Person... Ich habe was für dich. Wenn, what the fuck? Willst du mir... Warum gibt's... Okay. Wir bringen ihm irgendwas und er gibt uns dann das zweite Ding dazu, warum immer wir die sammeln wollen würden oder... Okay, whatever. Falsches Haus. Klingt doch trotzdem. Vielleicht kannst du ja auch einfach ins Schlafzimmer gehen. Interessiert doch keinen. Mach doch einfach, was du willst. Super Polizist mal wieder. Steh einfach da hinten rum. Ist das hier die Tür? Ja. Falsches Haus. Was? Hier hinten? Fällt hier hoch? Ja. Was? Ist hier irgendwas, was ich vielleicht einsammeln soll? Ah, okay. Sehr komische Stufen. Okay. Komische Position für ein Haus. Aber klar. Gehen wir mal hier rein. Niemand zu Hause. Gut, dann brechen wir einfach rein. Who gives a shit? Okay. Oder auch nicht. Vielleicht gibt er mir auch einfach den Schlüssel, wenn ich mir irgendeinen Gegenstand gebe. Hier ist ein Schlüssel, der lag einfach da drüben rum. Nimm den mal. Dankeschön. Kann ich aber trotzdem reingehen? Nein, ich kann gar nichts machen. The fuck? Okay, ich schätze mal, ich soll dem Typen irgendein Werkzeug geben, oder? Ich meine, er will ja, dass er seine Arbeit leichter verrichten kann. Also ich gehe noch mal aus, er will einfach irgendwas zum Schneiden von dem Unkraut oder so. Da kann ich gar nicht rein. Boah, hätte ich das irgendwo anders finden sollen? Fuck. Okay, warum kann man hier hinten? Nee, muss irgendwas sein. Ich meine, Gegenstände, die man aufsammeln kann, sind ja auch schon relativ offensichtlich markiert. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas vorbeilaufen werde. Fucking hell. Okay, dann nochmal runter. Strange. Ah, ich hoffe, ich habe nicht einfach irgendwo ein Werkzeug vergessen. Eine Polizeistation oder irgend so ein Scheiß. Das wäre ärgerlich. Okay, war hier vielleicht doch irgendwas? Scheint nicht so. Wait, what? Hi. Was wollt ihr? Kana ist verschwunden. Weißt du zufällig vielleicht irgendwas davon? Das macht mir auch große Sorgen. Ich habe keine Ahnung. Aber du findest vielleicht irgendwas im Haus. Bitte komm mit. Okay. Jetzt bist du der Dad und deine Reaktion ist einfach nur, ich mache mir auch Sorgen. Na gut. Dann mach dir mal Sorgen. Ich bin gespannt, wie viele Sorgen du dir machst. Na komm, lauf. Okay, ich schätze, drin finde ich jetzt irgendein Werkzeug und... die Location vom nächsten Ort, wo ich hin soll oder sowas? Ja. Wieder ein gruseliges Radio hier drin? Come on, gib mir Spooky Radio. Hi.
Lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst. Klar. Ach, die Snacks für draußen. Die geben Typen wahrscheinlich, ne? Newspaper Artikel 2. Es war Selbstmord. Weint die Single Mom. Eine Polizeiinvestigation hat. Hat herausgestellt, dass der Tod von Takumi Sato, 12 Jahre alt, in Nagoya City, am 14. September tatsächlich ein Selbstmord war. Okay. Die Mutter, die die ganze Zeit hart daran gearbeitet hat, eine gute Mom zu sein, weint. Verständlicherweise. Okay, kann ich ausmachen. Na gut. Ich gehe mal davon aus, es war kein Selbstmord. Das wäre ja ein bisschen simpel hier. Das ist der Ausgang raus. Hier. Was haben wir denn hier? Ist verschlossen. Okay. Dann frage ich mal. Ja, ist verschlossen. Hast du vielleicht den Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Naja. Okay. Ich kann mich auch daran erinnern, das kann ja, Kanai, immer irgendwelche Sachen hinter den Möbeln versteckt, als sie noch kleiner war. Aber das war, als sie ein Kind war. Okay, also wo soll ich gucken? Oben Möbelstück oder kann es auch hier unten sein? Ja. Gut, das war einfach. Wait, what? Du nimmst das Bier mit, aber hinterfragst nicht, warum der Typ weg ist? Okay. Was sagt er? What? Okay. Spooky. Sehr cool und sehr spooky. Okay, sie haben sich schon wieder gestritten. Sie haben sich die ganze Zeit angeschrien. Ich kann nicht schlafen. Okay, Dad war sauer wegen dem, was Mom zum Abendessen gemacht hat. Ich dachte, es schmeckt eigentlich ganz gut. Schon wieder. Ich werde langsam echt müde. Okay, Dad war sauer, weil Mom online eine Tasche gekauft hat. Warum kann sie sich nicht ab und zu mal selbst belohnen? Mom war diesmal die laute Person. Dad hat in letzter Zeit sehr viel getrunken und verschwendet deswegen sehr viel Geld. Dann hat Dad eine Entschuldigung gesucht, dass es keinen Spaß macht, nach Hause zu kommen und dass das Essen nicht gut schmeckt. Was geht hier ab? Eieiei. Heute ist mein Geburtstag. Und keiner meiner Eltern konnte sich daran erinnern. Nicht einmal ein einziges Wort. Nur kämpfen, wie immer. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Okay. Das Schlimmste ist, dass sie beide wütend werden, weil meine Noten immer schlechter werden. Und das, obwohl es nur langsam schlechter wird, kann ich trotzdem das Jahr schaffen und ich bin nur leicht unter dem Durchschnitt. Die wollen einfach nur einen Grund haben, um zu streiten. Werden sie niemals müde davon, die ganze Zeit nur Stress zu haben? Es fühlt sich an, als ob ich kein Zuhause hätte. Das ist sehr erwachsenes Schreiben für eine Person, die 12 oder so ist. Na gut. Ich habe angefangen, mich jedes Mal in meinem Zimmer einzusperren, wenn einer von ihnen nach Hause kommt. Ich möchte ihre Stimmen nicht mehr hören. Jede Nacht wünsche ich einfach, dass mein Leben ein bisschen glücklicher wäre. Nur ein kleines bisschen. Der Kampf heute war noch schlimmer als sonst. Ich habe irgendwas mitbekommen, was ich wahrscheinlich nicht hätte hören sollen. Oh, sie sagten, dass sie wahrscheinlich nicht hier zusammen wären, wenn ich nicht geboren wäre. Sie sagten auch, dass ich geboren wurde, bevor sie geheiratet haben. Und ich bin mir sicher, dass das ist, was sie gesagt haben. Warum haben sie nie mit mir darüber geredet? Ich fühle mich so ungewollt, als ob ich nicht existieren sollte. Es fühlt sich nicht richtig an, dieser Welt zu sein. Okay. Ich wollte einen Schlüssel hinter einem Möbelstück verstecken, aber ich habe es diesmal einfach unter meinem Kissen versteckt, damit ich es einfach nicht vergesse. Ich werde das alles hier niederschreiben. Okay. Mizuki sagte, dass ich einem Hund überlassen sollte, uns zu verstecken, aber warum sollte ich einem Hund trauen? What? Okay, was ist hier drin? Was für ein Schlüssel ist das? Boxkey. Was für eine Box? War irgendwo eine Box? Wo ist der Typ?
Hi. Gut. Dann gehe ich. Alright, Dad. Bei dir ist alles in Ordnung. Warum ist hier oben? Okay, ich frage erstmal den Typen da oben. Aber wo war eine Box, die verschlossen war? Im zweiten Haus? Ich habe keine Ahnung. Ich werde schon finden irgendwo. Okay. Snacks, oder? Hey, ja. Wie geht's dir? Okay. Ich habe etwas für dich, wenn du mir etwas auch... Ja, ich weiß. Deswegen will ich es auch geben. Ist es nicht? Ach, Bier wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Deswegen will ich dir das Bier hier geben. Are you shitting me? Nein? Nein? Okay, ich hätte alles davon genommen. Dann halt nicht. Okay, Boxkey. Ach fuck, ich muss zum Polizisten. Ah. Na gut. Es war sehr viel rumlaufen bis jetzt, ne? Also einfach nur von A zu B laufen. Aber wofür brauche ich den Boxkey? Wofür brauche ich ein Bier? Das ist wahrscheinlich die bessere Frage. Ich dachte, ich müsste ihm das geben, anscheinend ja nicht. Boxkey, fuck. Ich gucke einfach mal in jedem Haus nach. Es sind nicht so viele Orte. Komm mit. Gehen wir zu dem Haus. Fangen wir beim ersten an. Klar. Ja, einfach reingehen. Nicht mal klingeln. Who gives a shit? Okay. Der fliegende Schlüssel. Ah, hier brauche ich das Passwort. Oh, I don't know. Okay. Ich glaube kaum, dass hier oben was ist. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Wo ist hier überhaupt die Dame? Ich renne einfach rein. Scheiß drauf. Wen juckt's? Passiert schon nichts. Okay, dann ins nächste aus. Vielleicht in dem. Na gut. Ich bin gespannt, ob der Horror noch wirklich kommt. Wir spielen, glaube ich, schon eine halbe Stunde oder sowas. Und bis jetzt ja. Dein Jumpscare war ganz cool. Im Sound vor allem. Akiko, ne? Ja, müsste es sein. Hm. Okay. Ja, wir gehen rein. Willst du irgendwas haben? Ein Bier? Snacks. Ich brauche das Hunde... Was? Okay, ich brauche Hundefutter. Wir tauschen es gegen Snacks. Okay, danke. Hey, übrigens. Ich sehe deine Oma nicht in der Nähe. Weißt du, wo sie ist? Wir haben keine Oma. What? Ach, die Oma ist der Geist und nicht er. Okay. Weird. Aber ich meine, es müsste doch nicht mehr unbedingt das bedeuten. Es könnte einfach sein, dass er trotzdem immer noch ein Geist ist und er verlügt. Aber ich meine, das erklärt, warum die Wohnung so wirklich beschissen aussieht, ne? Okay. Gut, also wir haben jetzt Hundefutter, damit können wir wahrscheinlich den Hund weglocken, der irgendwas versteckt haben soll. Wie es ja eben gemeint war. Warum lächelst du so? Okay. Es muss da gewesen sein. Okay. Ach, immerhin spawnt man auch hier oben. Die Geräusche, ey. Eieiei. Na gut. Ah fuck, müssen wir damit raus? Das haben wir schon gelesen. Das machen wir aus. Ist der Dad immer noch hier? No. Okay, das haben wir auch schon gelesen, ne? Ja. Okay, ich schätze das Hundefutter. Keine Ahnung, ich leg's draußen hin. Ich weiß nicht genau, was ich damit erreichen will. Irgendwie soll ich einen Hund irgendwo hinführen.
Wo und wie und was? Okay. Ich bin nicht genau sicher, was ich dann machen soll. Ich gehe mal zum Typen. Vielleicht kann ich ihm jetzt ja irgendwas geben. Vielleicht willst du Hundefutter? Hey, ja. Oh nein. Ja. Okay. Tut aber gar nichts. Okay, dann keine Ahnung. What am I supposed to do? Ich hab das Haus, ja. Kannst du trotzdem mal klingeln. What the fuck? Come on! Das sieht man doch. Der scheiß Fels ist im Haus drin. Don't do this. Okay. Wo zum Fick ist denn jetzt ein Hund? Vielleicht dahinter? Ja, nicht wirklich. Okay, ich habe Hundefutter, ich habe ein Key, ich habe keine Ahnung, was mit irgendwas machen soll. Ich muss wieder hoch zum Polizisten wegzukommen. Ah. Das muss doch eigentlich hier sein, Mann. Oder hat die. Hat das Mädchen im Brief gesagt, wo der Hund sein soll? Ich glaube nicht, ne? I don't know. Was machen wir mit dem Kackhundefutter? Kannst du irgendwo hinlegen? Da drinnen wird ja wohl kaum ein Hund sein. Ach, vielleicht da hinten. Vielleicht war da hinten ja für einen Hundenapf oder sowas. Das war aus dem Blatt. Ja, okay. God damn it. Hm. Na gut, dann halt was anderes. Gut, dann gehen wir hin. Nochmal zur Polizeistation? Keine Ahnung. Alles in Ordnung? Nicht wirklich. Was passiert? Ich weiß nicht, ich bin nur sehr müde. Ich bin so müde, ich möchte nicht mal ansehen. Die Sache ist, ich habe keinen Alkohol mehr bekommen. Die Läden hier machen sehr, sehr früh zu. Achso, falls ihr, du und deine Freunde möglicherweise gehen wollt, bitte bringt mir ein Bier mit. Was? Ich kenne dich doch nicht mal. Ja, ich gebe dir ein Bier, aber ich kenne dich trotzdem nicht. Wer bist du? Oh Lord. Halleluja. Du bist mein Held. Hier, bitte nimm das. Ich bin mir sicher, dass das, wonach du suchst. Dankeschön. Okay, bye. Ich meine, ich habe dann halt alle drei, aber okay. Ich speichere mal. Ups. Okay. Strange. Kann ich vielleicht jetzt abgeben, weil ich zwei davon habe? Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich dachte mir, vielleicht sammelt er die Dinger, aber. Na gut. Gehen wir noch zum ersten? Nee, gehen wir nicht. Doch? Nein, keine Ahnung. Gehen wir einfach alle durch. Gehen wir zu Akiko. Vielleicht können wir jetzt. Nee, da war nichts drin sonst, ne? Vielleicht muss ja hier irgendwas machen. Mit dem Hundefutter oder so. Was war denn hier oben überhaupt? War nicht eine Box, die zu war oder so? War die nicht hier? Nee, hier war doch irgendwas, oder? Du. Ich soll irgendwas opfern. Schlüssel wird es nicht sein. Oh, okay. In welcher Welt sind das denn Opfer? Aber, na gut. Hundefutter ist nicht okay. Gut, dann brauchen wir das dritte Ding ja auch noch. Das hilft mir jetzt aber nicht bei meinem Problem, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß trotzdem nicht, wo ein Hund sein soll. Ich habe einen Schlüssel. Schlüssel und Hund. Ah. Fuck, ey, keine Ahnung. War hier hinten irgendwas? War da eine Box drin? Da drin vielleicht? Okay. What? Ach so, oh, Werkzeug. Ja, okay. Okay, I get it. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier alles recht schnell. Gut, das war Kaneys Haus, ne?
Ja. Okay, okay. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Das war klar. Mach mal wieder runter hin. Na gut. Komm, ist hier der komplette Dialog erstmal. Hey, ja, für 100 Yen, bla bla, alles in Ordnung. Ich spiele auch mich gerade sehr müde. Sehr müdendes Spiel. Okay, danke. Jetzt kann ich leben. Ich habe kein Geld, aber hier ist ein Spielzeug, was ich gefunden habe. Es könnte vielleicht... Okay, es könnte vielleicht was bringen. Vertrau mir. Okay, das ist doch absichtlich so geschrieben, oder? Ich meine, vor allem ist Trust Me. Der Typ weiß, dass wir die Sachen brauchen. Irgendwas hier stimmt ganz und gar nicht. Das ist auf eine sehr, sehr subtile, strange Art sehr gruselig. Aber es kann auch daran liegen, dass es einfach schlecht geschrieben ist. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Wenn es nichts mit Twist am Ende zu tun hat oder so, dann wäre es sehr überraschend. Okay, wir müssen jetzt, Samizuki, glaube ich. Nee, fuck. So. Na gut. Wo ist er? Da. Das Hundefutter und Schlüssel. Okay, wir haben noch ein paar Sachen übrig. Aber ich schätze, wir kriegen dadurch jetzt zumindest irgendwas. Vielleicht geht ein Weg auf, vielleicht kommt ein Hund raus. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich sonst überhaupt noch brauchen würde. Ich soll mehr opfern. What? What? Ich hab nichts mehr. What now? Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist. Oh, ist hier irgendwas? Das haben wir schon gelesen. Okay, strange. Polizeistation wird nichts mehr sein. Ich meine, ich merke, dass wenn ich irgendwas erledige, spawnen ja manchmal neue Sachen in alten Gebieten. Vielleicht soll ich jetzt nochmal für alles durchschauen, weil ich jetzt die drei Dinger dran gehangen habe. Okay, gehen wir mal zum ersten Haus. Vielleicht mit bei dem Jungen noch irgendwas. Gucken wir da mal kurz. Was ist denn hier überhaupt? Ne, von da bin ich gekommen. Von da bin ich gekommen. Okay, hier ist Hundefutter und Schlüssel. Beides ready. Okay. Da kann ich nicht hoch. Nein. Nein. Okay. Dann schauen wir nochmal im Haus. Ich bin gespannt. Neu zu leben werden, ja. Okay. Ein Dach. Vielleicht ist der Geisterjunge jetzt weg, was auch immer. Nein, es war gar nicht hier, es war eine Wohnung. Wie wird? Ja, ich brauch's Passwort, ich weiß. Was ist, warum ich mir das nochmal angucken? Kann ich nicht? Ist ein Bug? Okay. Da ist nix. Ja, auch nicht. Okay, das Passwort brauche ich auch noch. Mutter. Mutter. Hänge ich mir auch da dran. Alright. Nicht hier anscheinend. Ey, keine Ahnung. Keine fucking Ahnung. Ist hier draußen irgendwas? Es wird so scheiße dunkel, ne? Sobald ich einmal den richtigen Weg verlasse. Ich glaube, ich soll hier nicht hin. Aber ich guck trotzdem mal. Oh. Oh, 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 doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. What the fuck? Ach, du schläfst. Du bist tot. Oh nein. Doko! Hast du sie eingebuddelt? Jetzt gibst du es aus. Nein? Doch. Willst du den kompletten Weg so langsam laufen? Okay, Dogo. Ah, hier? Hier ist es, ne? Wie flauschig der aussieht, ey. Danke für das Essen.
What? Ist der Geist schon gerade verschwunden? Are you shitting me? Ach, dafür war der Schlüssel. Oh, thank God, zum Glück hatten wir den. Okay, ich schätze, da ist das Passwort drauf. Ich kann es nicht erkennen. Computer Password. Warum ist das da? Warum zum Fick ist das da? Warum merkst du nicht einfach das Passwort? Na gut. Okay. Das ist natürlich auch eine Option. Wo ist es? Da. Hey, da unten. Okay. E-Mails lesen. Die E-Mail sagt, Mizuki, ich habe mitbekommen, dass du mit deinem Freund Schluss gemacht hast. Ist alles in Ordnung? Okay, ich erinnere mich dran, ich schätze, es soll Hao heißen. Ich erinnere mich dran, dass mir... Was? Achso, ich erinnere mich dran, dass du mir sagen wolltest, oder dass du mir immer gesagt hast, wie sehr du ihn liebst. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was ist das für ein Smiley? Ich verstehe den Smiley nicht. Soll das ein umgedrehtes Gesicht? Nee, was? Keine Ahnung. Red mit mir, wann immer du willst. Ich werde dir auf jeden Fall helfen. Toll. Dann guck mal den Chat an. In einer strangen Chatbox steht, Mizuki, vergiss nicht, es mitzubringen. Akiko, ich weiß. Kane, der Park, oder? Akiko, sei nicht so spät. Okay, es ist nicht gut geschrieben. Ein sehr realistisches Gespräch ist das. Komm nicht zu spät, bring es mit. In den Park, oder? Ja. Als ob ich nicht vorher schon drüber geredet habe, wo ihr euch treffen wollt. Mein Gott, okay, Park. Könnte ich mit ihm drüber reden? Ist einfach nur, fahr mich in den Park. Wieso? Mach's einfach. Bring mich einfach in den scheiß Park. Okay. Haben wir noch irgendeinen Gegenstand? Nope, keinen einzigen. Willst du nicht mitkommen? Ich könnte vielleicht eine Waffe gebrauchen. Lass uns beeilen, bevor es zu spät ist. Zu spät wofür? Du hast von nichts geredet mit dir. Du kommst nicht mal mit. What the fuck? Okay. Spielplatz. Kann ich nicht hoch. Ja. Also es ist, atmosphärisch ist ja schon gut. Ich fand das Konzept eigentlich auch ziemlich nice, dass du halt immer von Haus zu Haus gehen musst. Aber es ist halt nicht wirklich gut geschrieben. Also die Dialoge geben keinen Sinn, das Placement von den Sachen gibt keinen Sinn, außer es kommt gleich irgendein Twist. Aber die einzige Erklärung wäre halt irgendwie, dass das alles hier nicht echt ist und alles in unserem Kopf sich abspielt und wir haben die Kinder getötet und das ist nur unser Schuldbewusstsein, was halt dafür sorgen will, dass sie selbst rauskriegen, dass wir es gewesen sind und so ein Scheiß halt. Aber sonst schwierig, kann ich da hoch? Wasser da auf oder ist das ein Damm? Selbst wenn es da runtergehen würde, müsste so ein bisschen mehr Strömung sein. Okay. Okay, kann man die Drawdistance so ein bisschen. Was ist denn Auflösung eigentlich? Egal. Das sind die. Das ist ein SSR. Ich habe keinen, was gemacht habe. Irgendwas angeschaltet. Die Draw Distance könnte ein bisschen länger sein. Ich sehe halt wirklich 15 Meter nach vorne. Ich sag mal 25. Okay. Wo laufe ich überhaupt hin? What? Ah, Baum. Got it. Da ist ein Kind. Sind da alle drei Kinder? Ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. What? Ich habe durchgeatmet den Park verlassen. What? Nach dem Vorfall habe ich mich dazu entschlossen, weiter in Kontakt mit den Mädchen zu bleiben. What? Wegen Akikos Bully-Situation.
Ich habe die Eltern und die Schule informiert. Es scheint, als ob sie Beweise gefunden hätten, dass es Mobbing gab. What? Okay, es wäre sehr schön, wenn das Mobben ja von jetzt aufhören würde. Ich habe auch 911 angerufen oder halt 110, um die schlechten Eltern zu melden. Akiko und ihre Schwester sind bald bei Pflegeeltern. Es ist sehr viel passiert. Okay, und Akiko sagt mir oft, dass alles in Ordnung sein wird, solange du hier mit mir bist, Sato. What? Okay, Kane, ihre Eltern haben sich offiziell getrennt. Sie bleibt bei der Mutter. Ich mache mir Sorgen wegen Kanes Gefühlen. Du kennst sie doch alle überhaupt nicht, what the fuck? Sie schien relativ klar gewesen zu sein und meint, dass sie öfters mit ihrem Dad trifft und ich freue mich deswegen. Es geht um Mizuki und wenn man, okay, sie redet wieder mit Seichiro. Der seltsame Brief, den sie gefunden hat, war von ihrer Mutter. Fuck, egal. Sie sagen, dass sie sich öfter wieder treffen würden, bis Missverständnis geklärt ist. Jetzt geht es kurz davor, die Mutter zu überzeugen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Mutter die beiden akzeptiert. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich konnte meinen Sohn Takumi nicht retten. Er ist nicht mehr hier. Wie oft habe ich mir das schon erzählt? Aber die Wahrheit ist, er war schon die ganze Zeit mit mir hier. Okay. Ich habe viele Schuldgefühle, seitdem sie gestorben ist. Von hier an würde ich weiterleben, als ob er in mir drin lebt. Ich gucke mir den Himmel an. Und es ist der gleiche wunderschöne, sternige Himmel wie in der Nacht des Vorfalls. Mom, du hast dein Bestes getan, höre ich eine Stimme irgendwo sagen. What? 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 Habe ich irgendwie eine... Fuck, irgendwas bei dem Opferding wahrscheinlich, oder? Nee, doch? Nein? Ich hatte aber keinen Gegenstand mehr übrig. Aber das klang gerade wie ein gutes Ende. Das klang, als ob ich das beste Ende gehabt hätte. Warum? Good ending. In welcher Welt könnte ich denn ein schlechtes Ende bekommen? Was hätte ich denn dafür machen sollen? Ich meine, ich hatte doch keine Möglichkeit, irgendeinen Gegenstand nicht zu benutzen, oder? Ich bin sehr confused. Okay, das war halt so kaum Horror. Es war sehr strange. Aber was für ein Gegenstand denn gefehlt hat zum Opfern? Und ich dachte, ich kriege eher das gute Ende, wenn ich alles mache. Habe ich alles gemacht? Habe ich alle Erfolge? Abgesehen vom schlechten Ende? Travel many times. Okay, save many times. Ja, das ist schlecht. Okay, good ending. Mehr Leute haben das gute Ende als das schlechte, auf jeden Fall. Alright, strange. Ich glaube, es wird das erste Spiel sein von denen, was ich vielleicht nicht mal positiv bewerte auf Steam. Der Horror hat gefehlt. Ich dachte, am Ende kommt irgendein Twist oder sowas, wodurch das komische Writing ein bisschen aufgelöst werden würde. Also entweder fehlt mir irgendwas von der Story, was halt alles zusammen stecken würde, wodurch die Story wirklich Sinn ergibt. Aber ich meine, alle Leute haben die Gegenstände gegeben und immer so Foreshadowing gemacht von wegen, hier, ich weiß, dass du das brauchen wirst. Das können ja keine normalen Menschen gewesen sein. Es müssen ja irgendeine Form Geister gewesen sein oder halt irgendeine Manifestation unserer Schuld, weil wir irgendwas unserem Sohn angetan haben oder so. Weil ich meine, am Ende wurde anscheinend ist unser Sohn ja gestorben und wir konnten das nicht ganz verhindern in irgendeiner Form. Und dafür hatten wir die ganze Zeit Schuldgefühle. Aber es war alles sehr seltsam. Weil das Ende wirkt jetzt, ich meine, das Ende hat quasi klar gemacht, dass alles wirklich echt war. Oder? Dass die Kids wirklich da gesessen haben mit irgendeiner Person, die ich nicht mal ansprechen konnte oder hinterfragt habe, warum ist da eine random Person? Und vor allem, die meinten doch in dem Chatroom, dass sie irgendwas mitbringen sollen. Hast du es mitgebracht? Was denn mitgebracht? The fuck are you talking about? Sehr seltsam. Kann ich continue? Kann ich irgendwie nochmal... Wo mache ich denn weiter? Fuck, beim letzten Speicherpunkt, ne? Oh, fuck, no, was hab ich denn? Ja, okay, ne, fuck. Komm, ich mach den einen... Erfolg hier mit ganz viel Saven. Komm, gib mir den. Ich will einen Speichererfolg haben. Er ist mir sehr wichtig. Komm. Ja, aber irgendwie, schwierig. Nicht wirklich stark. Dankeschön, damit Erfolg.
Also ich finde, es wirkt ein bisschen, als ob sie halt einfach aus den ganzen Assets und sowas, die sie hatten, aus den anderen Spielen einfach noch schnell ein Spiel gemacht haben. Was jetzt halt irgendwie nicht ganz so durchdacht und zusammenpassend war, wie die Spiele davor. Ich fand Inonaki Tunnel war großartig. Convenience Store war großartig. Das Ende war ein bisschen weak, aber es war trotzdem ein sehr gutes Spiel. Das ist nicht der richtige Weg. Doch, doch. Und Stigmatized Property war halt sehr kurz, aber trotzdem ganz gut gemacht. Okay, dann. Nee, auch nicht ewig. Okay, ja, schwierig. Wie viel kostet das? $2.40, ja. Ich glaube, es wird es erstmal ein bisschen negative Review geben bei dem Spiel von denen. Ist vielleicht ein bisschen hart, weil es ist, ich finde, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist eher ein Free-to-Play-Titel von dem, was es war. Und es hat die Chancen einfach nicht genutzt. Es ist für deren Verhältnisse schon leider sehr schwach. Schon leider sehr schwach gewesen. Es gab einen Scare und der war auch nicht ultra gruselig. Ich habe mich nur sehr überrascht, weil ich halt nicht in dem Moment damit gerechnet habe. Ach, okay, ist eine. Gebe ich eine Einteilbewertung? Wenn es eine Einteilbewertung wäre, würde ich glaube ich eine 5,5 geben. Es ist halt vor allem, weil der Look ist. Ich meine, der Look, ich liebe den immer noch, aber der hat sich jetzt schon ein bisschen. Das Spiel ist nicht ganz so schön wie die Teile davor. Es ist zu oft zu viel Licht und dadurch sieht man halt die teilweise wirklich schlechten Texturen. Teilweise sind einfach irgendwelche Steine in Gebäuden drin gewesen. Es wirkt einfach alles sehr rushed. Ich meine, wann haben sie das letzte Spiel rausgebracht? Vor einem Monat oder so hier vor. Maybe nehmt euch diesmal mal so 4-5 Monate. Macht in 1,5 Stunden ein richtig gutes Horror-Game. Irgendwas in der Richtung. Ja, ich würde 5,5 geben. Kaufempfehlung würde ich nein sagen. Das ist einfach genau das gleiche, wie ihr jetzt halt bei mir im Video gesehen habt. Vielleicht könnt ihr das schlechte Ende machen, aber. Ja. Ja, kann man machen, aber es ist relativ schwach gewesen, leider. Na gut, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video gut fandet und schreibt in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Ich bin sehr gespannt. Von mir ist leider ein bis jetzt deren schwächstes Spiel. Ich hoffe, das nächste wird wieder besser. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, euer Crypstein. Bye, bye.